Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Wir tümpeln jetzt wieder Richtung Junon jetzt. Wir haben in der letzten Episode es gewagt, uns dieser Shinra-Angriffstruppe zu stellen und ja, irgendwie sehr enttäuschend, was uns da erwartet hat. Deswegen werden wir erstmal weiterziehen und schauen, was uns in Junon erwartet. Wenn wir da jetzt einigermaßen unbeschadet hinkommen. Aber natürlich erwartet uns direkt ein Kampf. Gegen einen riesigen, dicken Vogel. Den wir natürlich vernichten werden. Ohne zu zögern. Mit unseren mächtigen Sachen. Zaubern und so. Schwertern. Fäusten. Eis. Ole, ole. Genau so meine ich das. Einfach wegbrutzeln, die Sau. Ja, das war irgendwie in der letzten Episode sehr frustrierend. Ihr könnt ja gerne nochmal reinschauen. Wir haben da 1 Milliarde Geld drin investiert. Und was ist bei rumgekommen? Nichts. Nichts, überhaupt nichts. Im Zauberkampf. Bringt der wenigstens irgendwas? Ach. Toll, steht hier was bei. Toll, toll, super. Steht hier mal eine Info bei, was das Ding überhaupt... Dach. So ein Popo-Dreck. Dann laufen wir weiter zur nächsten Stadt. Wenn wir dann irgendwann mal ankommen. Oh, Hinterhalt. Von kleinen, fiesen Sauriern. Und Blitzi machen. Salto. Mehr Angriff. Noch ein Angriff. So, damit sollte es aber auch erledigt sein. Da, da, da. Niedergemäht. So viel Geld verschwendet. Einfach so. Das macht mich fertig. Das macht mich richtig, richtig fertig. Dass wir haben Geld so in die Scheiße geschossen. So. Okay. Ah, kommen wir doch hin. Okay. Ah, eine Stadt. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist so heruntergekommen. Unter Junon. Hey, alter Mann. Es geht ab. Wow, was für eine Seltenheit. Normalerweise kommt hier außer den Shinra-Leuten nie jemand in die in diese Stadt. Tja, kannst du mal sehen. Haben wir uns auch verlaufen? Nein. Oh, schönes Haus. So langweilig. Nicht zum Klauen. Hui. Alter Mann, steh nicht im Weg. Und immer dieselbe Strecke laufen. Das muss auch frustrierend sein. Ein Händler. Wenn du eine Waffe siehst, die du möchtest, solltest du sie besser kaufen. Ja, wenn ich Geld hätte. Was ich aber gerade alles verjubelt habe. Und du hast auch eh keine Waffen. Was erzählst du mir denn hier? Spinner. So ein Spinner. Quatsch mir hier voll was von Waffen kaufen und dann hat er nichts mehr was hier im Angebot. Hey du. Sieht Shinra diese Stadt da oben, seit Shinra diese Stadt da oben gebaut hat, während des Krieges, hat es keine mehr... Hat es keine Fische mehr im Wasser gegeben. Es war so verschmutzt. Oh, hier hängt noch ein Fisch. Fischgräten. Ja, ich weiß, alter Mann, es weiß, alter Mann. Okay, da hinten sind Shinra-Menschen. Hey, was geht? Was ist denn das hier für ein Ort?
Wer bist du? Wo kommst du her? Hast du einen Mann mit einem schwarzen Umhang gesehen? Ich habe den Typen noch nie gesehen. Natürlich nicht, aber hier rumzucken. Dubstep-mäßig. Hey, das ist der Aufzug von Shinra. Hier wird nicht herumgeschnüffelt. Okay. So, schauen wir mal, was wir hier oben noch finden. Hey Leute, was geht? Oh. Großes Feuer. Ein Häschen. Hopp. Ja, ein schönes Haus, aber nichts los hier. Schade. Okay. Ah, hier geht's noch runter. Hey, Herr Delfin. Oh, das ist wirklich ein Delfin. Ich heiße Priscilla. Sag es nach. Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Nein. Du hast Unrecht. Wir haben nichts mit den Shinra zu tun. Und so ist das. Ich glaube euch nicht. Raus hier. Wir sind doch draußen. Wie geht's aber? Na, klasse. Schau dir das an. Was zum... Vorsicht, der Delfin! Junge, da ist ein fliegendes... Jetzt ertrinkt er in der Pfütze. Halt! Wir kommen! Natürlich! Na, was bist du für ein Drecksvieh? Erkennen. Zauber, Blitz... Zauber Bio. Schwach gegenüber Wind. Blitz müsste Wind sein, oder? Nein. Pack deinen Schwengel weg. Ja, aber vergiften hat geklappt. Sehr gut. So, Limit. Böses Versiegeln. Oder vernichten. Eis. Vielleicht bringt Eis mehr. Gut. Wir könnten mit Eris nochmal hier vielleicht den dicken Chocobo beschwören. Wie es dann auf die fliegende Schlange setzt. Na, was zuckt die so wild da oben rum? Na, was passiert? Attacke! Mit Kamikaze-Schweinchen! Tschüss! Ja, Schaden ist was anderes. Deine Blubberblasen weg, du Stinker. Okay, die Blase ist wieder weg. Schon mal sehr beruhigend. Angriff! Große Welle! Ihm fehlt schon ein Stück und haben ihn einem Stück aus dem Schwanz rausgebissen. Mit den Zähnen. Nam nam nam.
Was stand da eben? Und nochmal ein Schwerthiebangriff. Irgendwelche Laserattacken hier. Komischen Blubberbläschen. Na, komm. War zu erwarten, ein großer Angriff von dem bösen Piesen Piepmatz. Oh, besiegt. Yay! Dank unser Gifts. Tisses. Yay, 1000 Kill, Powergriff. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Nein, sie atmet nicht. Hey, das war's. Junger Mann, Beatmung. Und zwar sofort. Mund-zu-Mund-Beatmung? Cloud, schnell! Nein, 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 nein. Aber sie ist doch noch nur ein Mädchen. Cloud, was willst du tun? Was? Du weißt nicht, wie? Komm hierher, ich zeige es dir. Es muss wohl sein. Hol tief Luft und halte den Atem an. Und dann blas die Luft in sie hinein. Schnell, mach zu. Drücke einmal die Viereck-Taste, sodass die Herz-Lungen-Skala gestartet wird. Drücke die Taste zweimal, wird die Skala gestoppt und ausgeblendet. Volle Pumpen, die Luft drüsen. Na, na, na. Ein geht noch. Und nochmal. 3, 4, 5, 6, 7. Drückst du die Taste zweimal, wird die Skala gestoppt. Ausgeblendet. Na, wird das noch was hier? Das hat so gar nichts gebracht. So, dann pumpen wir uns wieder auf. Ach. Priscilla, ist alles in Ordnung? Ja, alter Mann, lauf mal mit dem kleinen Kind weg und kümmere dich um sie. Komisches Riesenvieh. So, unten am Wasser noch irgendwas anderes? Seine Mordsschlange. Irgendwie nicht so richtig. Da hinten ist auch nichts. Rumliegen tut hier auch nichts. Können wir nichts anklicken. Nö, nö. Nöp, nöp. Da war die Treppe hoch. Sieht man ohne ganz minimal da am Bild dran. Offensichtlich ist anders. Und die wohnen bestimmt hier oben in dem Haus, genau.
Entschuldige, Cloud. Priscilla muss sich eine Weile ausruhen. Alles klar. Seit Schrinder diese Stadt da oben gebaut hat, während des Krieges, aha, hat es keine Fische mehr hier gegeben. Erzähltest du schon, alter Mann. Warst du wohl mal am Fischer oder sowas? Oh, du stehst jetzt auch vor der Tür? Hey, komm ein bisschen herein. Klar, ich komme immer gern rein, wenn die fremden Männer einladen. Ich habe gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Ja, ich habe ihr das Leben gerettet, verdammt. Du hast nur 3 Stühle und wir sind jetzt 4 Leute. Ihr müsst alle müde sein. Falls ihr euch ausruhen wollt, bleibt hier. Vielen Dank Fühlt euch wie zu Hause. Willst du rasten? Willst du ausrasten? Lasst uns rasten. Bubu machen! Yay! Nickerchen! Da fällt mir ein. Du schon wieder? Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden. Aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren Nibelheim? Als du auf Berg Nibel gegangen bist, war Tifa deine Führerin, oder? Ja, ich war überrascht. Aber wo war Tifa sonst? Weiß nicht. Es war eine tolle Gelegenheit für euch beide, euch wiederzusehen. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht alleine sehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Warum fragst du nicht tiefer? Ja. Dann steh auf! Hey, wach auf. Wach auf, Cloud. Tifa? Als Sephiroth und ich nach Nibelheim gingen, wo warst du? Wir sind uns schon mal begegnet, stimmt's? Das andere Mal. Nein, das war vor 5 Jahren, ich kann mich nicht erinnern. Aber draußen ist irgendwas seltsam laut. Komm schnell. Ja, das ist irgendwie eine Parade oder sowas. Yeah, Party! Alter Mann! Voll im Weg hier. Oh, Barrett und Dingsy sind hier. Hi, Leute. Da oben scheint was los zu sein. Hast du was mit dem Shinra zu tun? Kommt es mir nicht ein wenig komisch vor? Es ist plötzlich so laut geworden. Ich habe gehört, dass das Mädchen das Bewusstsein wieder erlangt hat. Dann gehen wir mal gucken. Hey, da ist es. Geht es dir jetzt wieder besser? Uff. Danke für die Hilfe. Party Mucke hart am Start. Entschuldigung, ich dachte, du wärst einer von diesen Shinra. Das ist in Ordnung. Ich gebe dir etwas Besonderes. Das ist dein Amulett. Pass gut drauf auf, okay? Shiva. Was ist das für Musik? Klingt wirklich anregend. Ich habe gehört, sie proben den Empfang des neuen Shinra-Präsidenten. Rufus, ich muss noch meine Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass dieser Strand schön war, als sie noch klein waren. Aber als die Shinra die Stadt oben drüber bauten, schien keine Sonne mehr und das Wasser wurde verschmutzt. Ich bin mit dieser Geschichte aufgewachsen und hasse Shinra so sehr, dass ich sterben könnte. Glaubst du, dass Rufus auch vorhat, den Ozean von hier aus zu überqueren? Was heißt das, Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Cloud, hast du Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen zu dieser Stadt hinauf. Vielleicht können wir an diesen Pfahl hinaufklettern. Nein, nein.
Unter den Pfeilern fließt Starkstrom. Kommt ihr nicht zu nahe. Es ist gefährlich. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wenn Herr Delfin dir hilft. Folgt mir. Wir reiten jetzt zu fünf auf Delfin? Klar, kein Thema. Hochspannungsmast. Ich denke, das bedeutet, dass mit Cloud alles in Ordnung ist. Ja, es ist besser, das Cloud zu überlassen. Wir zählen auf dich, Cloud. Hey. Warte mal. Toll. Hier, die Mädchen tratschen wieder. Ist das nicht ätzend? Du hast wahrscheinlich recht. Ja, die tratschen wirklich nur. Sir Barrett. Ja, ich würde mir den neuen Präsidenten von Schrinder gerne mal genauer ansehen. So, dann gehen wir mal runter zu Mr. Delfin. Aber. Was uns hier erwartet mit Mr. Delfin, sehen wir erst morgen in einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Falls es euch heute gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt den netten Abo-Knopf. Würde mich freuen, würde mich noch weiter motivieren, mehr Videos zu produzieren und euch mit mehr Stoff zu versorgen. Ja, das möchte ich gerne tun. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen. Abo auch cool gesehen. Kommentare könnt ihr mir auch gerne schreiben, so zum Spiel, was ich hätte oder wenn ich irgendwas übersehen habe jetzt in der Stadt, was man hätte machen müssen. Unbedingt. Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in einer neuen Runde. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hau rein. Tschüss.